Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines. Folge Nummer 11, da sind wir jetzt schon unglaublich. Und wir hatten letztens festgestellt, dass hier ein Verkehrsproblem ist. Ich leider nicht ganz weiß. Ach, die wollen darüber, die anderen wollen darüber. Okay, das ist auf jeden Fall ein Problem hier. Wie bekommen wir das hin? Ich weiß es nicht. Im Prinzip wäre es ganz gut, wenn man die Seite, die wollen nämlich alle da rein, wenn wir die Seite einfach hier rüberleiten. Das machen wir jetzt einfach gleich mal als erstes. Wir reißen das Ding da weg und gehen dafür mit dem Freeform-Tool. Fangen noch weiter hinten an. Erstmal so raus. Dann Bild nach oben. So, irgendwie drüber. So. So. Und ein bisschen näher hin. Na, zack. So. Genau. Dann machen wir wieder Play. Dann schauen wir mal und hoffen, dass das hier irgendwas bringt. Was wir natürlich auch machen könnten, ist eine eigene Auffahrt hier für die LKWs zu machen. Das wäre die nächste Möglichkeit, die wir hätten. Hier müssen wir mal die Ampel entfernen. False. False. True. False. False. True. Das ist immer diese Ampelgeschichten. Wir brauchen einfach keine Ampeln. False. False. Okay, das sollte dann schon wieder einiges bringen hier. Genau, ihr seht, der Verkehr läuft schon wieder ein bisschen besser. Und hier läuft der Verkehr jetzt auch wieder besser. Das Komische ist, die fahren alle hier auf Stufe 2 rüber. Okay, jetzt glaube ich, fahren sie nicht mehr auf Stufe 3 drüber. Jetzt können sie auch leicht darüber. Genau, das hat auf jeden Fall was gebracht. Was wir jetzt noch machen können, ist hier wegzugehen. Okay, so geht es natürlich auch. Und das dann hier so anzuführen, dann können die hier quasi, der da kommt, einfach geradeaus weiterfahren und die, die nach rechts wollen, die können dann hier reinfahren. Das machen sie auch. Genau. Weil das ist natürlich eine ganz schöne krasse Kurve hier. Die meisten fahren jetzt hier rechts rum. Genau, dann haben wir das Problem gelöst. Letztes Mal haben wir gesagt, dass wir mehr Bürogebäude brauchen. Das machen wir natürlich gleich mal. Das sind 27. Ich möchte das Ganze gerne parallel gleich halten. 27. 27 plus. Okay. Dann machen wir das halt auch wieder 27. Da gehen wir wieder weiter hoch. Und da machen wir das wieder zu. Genau. Einfach hier, um optimalen Nutzen rauszuholen. Hier geht dann die Stromleitung noch durch, aber das haben wir dann auch bald. So, strommäßig können wir das erste hier schon löschen. Und dann somit hier wieder eine Zone reinziehen. Strommäßig kann das dann auch bald gelöscht werden. Genau, wenn wir ihnen vielleicht hier irgendwie noch kleine Gebiete davon geben. Ein bisschen Gewerbegebiet hier hin. Dann müsste das normal vom Strom her. Genau. Und wenn sie hier jetzt noch was bauen, dann dürften wir es eigentlich haben. Dürften sie es eigentlich rüber schaffen. Genau. Wunderbar. Ihr seht, das ist gleich schon hier voll im Gange alles. Sind schon gleich fleißig am Bauen. Das heißt, es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, dass wir das gemacht haben. Was wir auch noch machen können, ist dann das natürlich weiterführen. Denn vorerst sind wir immer noch relativ hoch, wie ich
das sehe. Ich möchte auch ganz gern das hier alles updaten. Genau. Und außerdem möchte ich das Ganze vielleicht bis da vorne noch gerade ziehen. Genau. Und dann mit dem Freeform-Tool. Bild nach unten. Okay, das mag er alles nicht. Wieso mag er das nicht? Dann machen wir es anders. Wir machen den da weg. Und gehen jetzt halt von unten her. Mit dem Freeform-Tool. So daher. Ne, es ist eigentlich immer noch zu nah. Genau, und jetzt runter. Und jetzt gehen wir erst nach oben. Bild unten. So irgendwie, genau. Und jetzt wird es wahrscheinlich nichts mehr werden, mit dem da durchzubekommen. Nee. Okay, dann müssen wir das Ganze ändern wieder ein bisschen. Ich weiß, wir sind hier gerade recht viel am Rumschieben. Aber ich möchte das einfach irgendwie da reinbekommen. Nee, so ist es scheiße. Gut, vielleicht mit dem Freeform-Tool könnte es vielleicht gehen. Ja. So, perfekt. Wunderbar. Genau, dann können wir hier wieder erweitern. Und jetzt müssten wir normal auch mit dem da. Zack, und Bild nach unten. Und dann können wir hier anschließen. Genau. Soweit wäre das Ganze dann geplant. Machen wir wieder Play. Und in der Zwischenzeit können die hier noch erweitern. Das ist alles fertig. Können wir die Strommasten hier wieder abreißen. Ups, das war eine Straße. Und kein Strommasten. Die Straße müssten wir fast wieder bauen. Sonst gibt es Ärger im Paradies. Wieso ist jetzt das so? Verkehr. Ich brauche keine Verkehrsinfo. Hey, ich komme gerade nicht mit. Ach, weil ich unten... Ah, ich bin noch im Underground gewesen. Okay. So, jetzt ist natürlich Strom wieder weg wahrscheinlich. Außer ich mache das da wieder, dass die da bleiben können. Genau. Dann wird das wieder blau gemacht. Hier haben wir noch Wasserprobleme, sehe ich gerade. Das darf natürlich auch nicht sein. Ja, so ungefähr gehen wir mal da raus. Ups, das war natürlich ein vollkommener Mist. Genau, dann ist das schon mal hier alles verbunden. Das noch verbunden. Und das noch verbunden. Und den ziehen wir einfach hier noch ein bisschen rein. Genau, dann ist hier alles wieder gedeckt. Dann können wir wieder Play machen. Und dann können wir hier quasi wieder... Das war wieder eins zu weit. Zack. Nein. Das ist immer das, wenn man es zu kurz macht, dann geht es meistens nicht. Deswegen ist es am besten, immer die Seitenteile relativ weit zu ziehen. Einfach mal so als kleinen Tipp. Na? Mag er nicht. Mag er irgendwie nicht. Jetzt mag er. Ach, wir haben unterschiedliche Höhen jetzt wahrscheinlich. Und deswegen zirpt er da jetzt rum. Gut, dann wird das halt so gemacht. Das ist aber alles okay soweit. Hier müssten wir eh dann mit dem Freeform-Tool ein bisschen entlang friemeln. So in etwa. Und dann so. Genau. Und dann machen wir, anstatt dass wir hier nochmal eine dann im Grad reinsetzen, beziehungsweise schief reinsetzen, machen wir das Ganze so. Und dann
setzen wir hier einfach alles mit dem Gebiet voll. So, dann gibt es da kein Problem. Ampeln machen wir auch gleich alle weg. False, false, false. Alles muss false sein. Weil sonst würden die einfach ständig da stehen bleiben. Und das macht natürlich auch keinen Sinn. Apropos false, die müssen wir auch noch rausmachen. Und wir haben, ich sehe gerade ein relativ hohes Verkehrsproblem mal wieder. Hier staut sich es relativ stark schon, weil die hier nicht reinkommen. Hier haben wir ein Problem. Die Straße muss geändert werden. Das läuft soweit noch alles einigermaßen. Ich glaube, ich muss hier die Autobahn wieder wegmachen. Wenn ich die Autobahn hier wieder wegmache, bringt mir das was? Eigentlich nicht. Weil dann würden die Leute nur noch nicht mehr hier fahren. Das bringt mir nichts. Das Problem ist, die müssen alle hier rüber. Hier oben haben wir auch Verkehrsproblem. Weil da jetzt so viele Leute rumkommen dabei. Bild nach unten. Hier kommen ein Haufen runter. Hier kommen Haufen runter. Tim. Wie kommen wir das hin? Autobahnabfahrt entweder wieder löschen oder expandieren. Wir machen das so, wir löschen diese Seite. Pause. Bild nach unten. Halt auf. Genau. Bild nach unten. Halt, wieso kann ich jetzt nicht Bild nach unten machen? Ich komme nicht in die Untergrundansicht. Immer noch nicht. Jetzt bin ich in der Untergrundansicht, okay. War gerade ein bisschen verwirrend. Jetzt läuft das normal wieder besser. Und wenn wir jetzt einfach eine Autobahnabfahrt von der anderen Seite machen, mit dem Ding, die fahren jetzt hier runter, das löschen wir ihnen. Und die führen wir dabei, oder dafür, vorderhalb oder hinterhalb? Die führen wir vorderhalb runter. Mit dem Freeform-Tool. Bild nach unten, genau. Hier einmal drunter. Und dann... hier so her. Genau. Dann können sie hier runterfahren. Und dann können sie sich's immer noch aussuchen. Und, oh mein Gott, laufen da viele Leute rum. Ampeln müssen wir wieder ausschalten hier. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall hier einen Fußgängerweg. Fußgängerweg. Damit die Leute hier rüberkommen. Bild nach oben. Und wir führen den Weg jetzt einfach mal hier so her. Da so her. Ups, nee, nicht bis direkt zur Autobahn. Einfach mal so. So. Und dann geht's von mir aus wieder nach unten. So. Und so. Genau, dann haben wir hier schon mal einen Weg. Und ich hoffe, dass der dann auch bald benutzt wird. Von mir aus können wir auch hier nochmal so einen Weg herziehen. Genau. Wunderbar. Wie schaut es hier aus mit dem Bus? Vielleicht könnten wir hier irgendwie eine Buslinie. Bus. Hier fährt überhaupt kein Bus mehr. Hier gibt es gar keinen Bus. Gut, das heißt, der Bus wird hier losfahren. Fährt eh schon hierher. Das heißt, dann bleibt er hier noch stehen. Da noch stehen. Da noch stehen. Und dann fährt er hier wieder rum.
Und dann machen wir einfach hier... Haltestelle zum Verlegen ziehen. Nein, wir wollen hier einfach nur eine neue Linie. Das machen wir nicht. Neue Linie hinzufügen. Und von da aus geht's dann zur S-Bahn. Wäre mir ganz lieb. Genau. Hier wieder her. Hierher. Hierher. Und complete. Genau. Ich hoffe, dass das irgendwas bringt. Wir sind von der S-Bahn-Nutzung sind wir ein bisschen runtergegangen, sehe ich gerade. Sind nicht mehr so viele. Gebietsmäßig sind wir jetzt soweit alles ganz gut durch. Das wird auf jeden Fall auch ein bisschen benutzt. Genau. Das ist schon mal gut. Jetzt kommt wieder Wohngebiete. Wohngebiete brauchen wir. Das ist natürlich auch ganz gut, denn wir wollen ja hier oben eh unser Gebiet hier anfangen. Unser Autobahn geht ja momentan da rein. Und ich bin noch nicht ganz sicher, wie wir die dann weiterführen wollen. Ich habe mir überlegt, vielleicht machen wir einfach nur einen großen Kreis. Der quasi hier dann so rumgeht. Bild nach oben. So, Bild nach unten. Dann reißen wir das Stück hier wieder weg. Genau, dann geht hier die Autobahn einmal so rum. Man kann dann immer noch hier irgendwie so einen Abstecher darüber machen. Das ist ja dann kein Problem. Aber dann geht hier schon mal eine Autobahn weg und wir haben verschiedene Möglichkeiten, wo wir eben Abfahrten hinbauen können. Zum Beispiel diese Abfahrtsdinger. Die könnten wir hier eigentlich relativ gut dann theoretisch nicht einbauen, weil wir immer nur einspurig sind. Fällt mir gerade auf. Fällt mir gerade so auf, dass wir bloß einspurig sind. Genau. Im Prinzip, schauen wir nochmal kurz von den Erzen her, fängt da oben an. Das heißt, macht man nicht zwei Abfahrten vielleicht oder plus eine? Ich würde ganz gerne den Zug irgendwie, vielleicht den Schienenverkehr in der Mitte irgendwie anbinden, wenn das gehen würde, wäre vielleicht ganz cool. Ansonsten halt hier drüben. Für den Verkehr ist es natürlich mega beschissen, hier den Zug zu haben. Hier drüben machen wir Wohnungen. Und hier machen wir Autobahnmäßig was hin. Genau. Das heißt, wir fahren hier so runter. Ist das gut eigentlich, wenn ich das hier so fett habe? Im Prinzip kann eigentlich nichts schief gehen, gell? Wir könnten auch hier nochmal... Genau, dann kann man hier nochmal rumfahren. Machen wir das Ganze einfach so. Und das geht dann so her. Das gleiche machen wir hier auch. So und so, genau. Dann haben wir Auf- und Abfahrten. Dann gibt es außerdem noch eine fette Straße, die hier dann so mitten durchführt. Habe ich mir überlegt. Genau. Damit sie nicht immer da oben rumfahren müssen. Und dann... Jetzt wird es dann schon langsam eng hier schon oben mit dem Platz. Haben wir nicht mehr allzu viele Möglichkeiten. Hier machen wir einfach so ein kleines Dörfchen.
gerade dann. Genau. Und dort werden dann einfach hier so kleine Nester angebracht, zeige ich jetzt mal. Ich weiß, das schaut für euch jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus. Ich gebe zu, das ist es vielleicht auch. Genau. Und dort unten verbinden wir das Ganze wieder. Vielleicht mit einer fetten Straße. Und da dann Freeform-Tool daher. Dort oben updaten wir das Ganze auch. Es geht natürlich jetzt am Anfang immer noch schön leicht. Das Ganze wird hier natürlich komplett nur kleine Wohnhäuser. Dort oben gibt es ein bisschen von dem Zeug. Genau, wassermäßig schaut es ja natürlich noch ganz schlecht aus. Da müssen wir uns erstmal mit der Wasserleitung bis nach oben führen. Kostet ja nichts. Genau, dann geht hier eine Linie rüber. Und nochmal eine Linie. So in etwa. Überschneidet sich perfekt gerade noch. Sehr schön. Ja, das ist eigentlich so scheiße. Das heißt, wir reißen das Stückchen wieder ab und gehen dann dabei einfach nur so hoch. Das passt auch. Strommäßig brauchen die natürlich auch noch was Extrix. Wir hätten hier wieder Kraftwerke, aber ich glaube, wir nehmen einfach, dass das alles zusammenhängt, einfach hier die Stromverbindung von hier und führen die dann einfach hier mal nach oben. Dann machen wir hier wieder Play und dann sehen wir schon, wo sie hier das Einziehen anfangen, wenn sie das Einziehen anfangen überhaupt. Ich meine, verbunden wären sie. Wir könnten hier müllmäßig, schaut es dann natürlich auch noch ganz schlecht aus. Aber da werden wir dann sowieso mal was brauchen. Da könnten wir dabei einfach hier ein paar daher setzen. Setzen wir eine dahin. Strommäßig braucht es nichts. Im Wasser ist es. Genau. Gesundheits- und todesmäßig brauchen die natürlich was. Todmäßig haben wir da. Gesundheitsmäßig haben wir auch da. Feuermäßig haben wir auch da. Polizei passt hier nicht mehr hin. Bildung gibt's auch. Bildung ist immer frei. Aber eine Universität bekommen sie, glaube ich, nicht. Das haben sie nicht verdient. Genau, und die ersten Leute ziehen schon ein. Das heißt, wir verbinden die hier. Und schon haben wir hier Strom, Wasser und so weiter. Müssen wir alles wieder ein bisschen... Wasser können wir noch, aber strommäßig sind wir schon an unseren Grenzen, so wie es ausschaut. Das heißt, wir brauchen wieder mehr Stromquellen. Das hier unten, das schaut ja eh schon ein bisschen mager aus. Das heißt, wir gehen mal hier auf sowas. Einen Moment. Ah, alles live. Alles live. Ich weiß nicht, wo wir das hinsetzen sollen. Im Prinzip könnten wir es da oben hinsetzen. Aber ich würde fast sagen... Dass wir es vielleicht hierher setzen. Ja, hier passt es doch ganz gut hin. Genau. Dann müsste jetzt unser Stromproduzent wieder ganz nach oben schießen. Genau. Dann können wir den Strom wieder runternehmen. Vom Budget her. Genau. Ein bisschen wieder nach oben gehen. 85 gehen wir mal auf 88. Perfekto.
Perfekt, perfekt, perfekt. Die ersten Leute ziehen hier oben ein und sind am Bauen. Das gefällt mir natürlich dann auch. Die brauchen natürlich dann auch hier eben ihre Arbeitsstätte. Die bekommen sie eben dann hier drüben. Da formen wir noch kurz ein Gebiet draus, würde ich sagen. Mit dem Fetten. Genau, das ist jetzt erstmal hier der Anfang. Richtlinien. Hallo, Richtlinien? Wieso kann ich keine Richtlinien geben? Wieso komme ich nicht in die Richtlinien rein? Irgendwas stimmt jetzt hier, glaube ich, gerade nicht. Irgendwas ist hier falsch. Hallo? Hä? Ich glaube, ich habe was kaputt gemacht. Scheint irgendwie ein Bug zu sein. Ich komme in die Richtlinie nicht rein. Hä? Ich möchte eigentlich keine Hightech-Häuser hier. Aber ich schätze mal, da kann ich nichts dran ändern. Vielleicht geht's bei der nächsten Folge wieder. Die Folge ist eh schon wieder fast vorbei, muss ich leider sagen. Jetzt haben sie sich verbunden, okay. Doch zum Schluss möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen anfangen mit dem Erzabbau sozusagen. Wie genau wir das machen, weiß ich leider auch noch nicht. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Hier vielleicht die Straße so rauszugehen lassen. Und hier dann so zum Kurven zu bringen. Und das wird eben das Problem sein, das ich befürchtet habe. Was uns quasi erwarten wird. So vielleicht. Und so. Genau. So in etwa. Und dann machen wir das Ganze nämlich mit kleinen Straßen. Dass wir das, beziehungsweise, vielleicht können wir mit der... Gefälle zu steil. Gefälle zu steil, Gefälle zu steil, bla bla bla. Bild nach unten, geht auch nichts. Okay, also das wird definitiv dann ein bisschen ein Eck werden. Mit der kleinen... Kommen wir auch nicht nach oben. Uiuiuiui. Hoffentlich wird das irgendwie was. Ich meine, vom Berg her wird es schwierig sein, da irgendwie da was Gescheites zum hinbauen. Ja. Ich hätte gemeint vielleicht, dass man irgendwie eben so mit Serpentinien... Aber anscheinend gibt es auch nicht. Das wird echt ein Problem, Leute. Ich hoffe, ich habe mich da nicht, habe mir da nicht irgendwas genommen, was nicht geht. Gut, wir haben hier überall Erze. Das heißt, eigentlich muss ich da gar nicht auf den Berg nach oben, nach hoch. Das heißt, wir können das eigentlich doch relativ entspannt auch eigentlich hier machen. Verstehe jetzt eigentlich gar nicht, warum ich das jetzt dann hier so kompliziert gemacht habe. Genau. Und dann geht einmal eine Spur hier runter. So. In etwa 90 Grad Winkel. So. Ja. Warum nicht? Und von da aus gehen dann quasi wieder die kleinen Spuren hier entlang. Dann geht hier ein entlang. Und wir fahren dann quasi hier immer wieder zurück. Genau, und das möchte ich eigentlich am liebsten gleich hier dann mit einer Zone versehen. Aber das können wir ja aktuell wahrscheinlich dann gar nicht machen. Oder? Erzindustrie. Erzindustrie. Doch, das geht. Komme ich vielleicht jetzt auch hier in die Richtlinien rein? Nein, ich komme nach wie vor nicht in die Richtlinien rein. Ich weiß aber nicht wieso, Leute. Keine Ahnung. Hm.
Komisch. Aber so geht es ja natürlich auch. Die Straße haben wir wieder nach oben geführt. Dieses Ding ist ein bisschen blöd. Und ja, ich weiß, Leute, ich bin schon wieder über die Zeit. Glaube ich zumindest. Geht's hier so. Dann wird das beziehungsweise eine Doppelstraße werden. Die geht dann hier so raus, genau. Und da müssen wir dann mit dem Freeform-Tool da so entlang der Gleisen gehen. Irgendwie so. Genau. Müssen wir dann hier in die andere Kreuzung hineinführen. Oder hineinkommen. Genau. Ja, so in etwa sollte das dann eigentlich ausschauen. Bin ich mal gespannt. Ob das Ganze dann noch hinhaut. So wie wir uns das dann gedacht haben. Genau. Aktuell hat noch keiner hier das Arbeiten angefangen. Aber ich denke, das kommt dann schon noch. Strommäßig wird sich das dann hier ergeben, sobald die dann da sind. Die bauen alle schön. Schließlich haben sie auch was da. Hier könnte man noch gleich mal noch eine kleine Linie anfangen. Zu wenig Arbeit, also wie es ausschaut. Dann bleibt er hier unten noch einmal stehen. Ach, der fährt ja immer rechts, gell? Soll er hier oben einmal stehen bleiben, hier bei der Schule soll er einmal stehen bleiben, da soll er nochmal stehen bleiben. Da, da und dann ist Schluss. Und dann gibt es nochmal eine neue Linie. Neue Linie hinzufügen. Haltestelle. Haltestelle von mir ist da. Und dann zack. 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 Und zack. Und dann soll er wieder zurückfahren, wie auch immer er das macht. Linie abschließen. Genau. Okay. Passt. Passt auf Rutter. Waren da schon Busse? Nee, ist bloß mit Auto. Okay, liebe Leute, hier oben fehlen Arbeiter. Leute, das ist aber ganz klar, wie gesagt, wir haben ja hier gerade erst eben angefangen, die Leute hier reinzuspeisen. Und wir werden dann relativ schnell hier das Gebiet erweitern müssen. Vielleicht hier die Leute auch noch erweitern. Aber wenn wir hier eben dann unsere eigenen Erze abbauen können, dann dürfte uns das auf jeden Fall einiges bringen in Sachen Geld. Die Straße müssen wir jetzt updaten, da kommen wir einfach nicht drum rum. Pause, abreißen, abreißen. Und dann machen wir das jetzt schnell hier noch mit dem Tool. So. Einfach durchziehen. Dann nehmen wir hier den Brush. So, sehr schön. Genau, und hier oben, die müssten wir auch fast noch updaten. Ich hoffe, das geht. Straße, 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 Straße. Updaten. Perfekt. Und das ist eine Einbahnstraße, die können wir auch updaten. Das ist hier nämlich dann die erste richtige Einbahnstraße. Genau. Bild nach oben. False, 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 false. Okay. Genau. Dann haben wir es wieder, oder? Dann wäre das hier alles erledigt. Perfekt. Dann dürfte das wieder einiges am Verkehrsproblem, hoffe ich doch mal, lösen oder lindern. Genau, weil die alle eben hier reinkommen und alle eben hier erstmal rum müssen. Okay. Ansonsten schaut es eigentlich ganz gut aus.
Hier und da wieder ein paar Arbeiter, die fehlen. Hier drüben ausnahmsweise doch auch einer. Genau, wie schaut es eigentlich hier mit dem Wasserstand aus? Das ist eigentlich kein Problem, okay. Na gut. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Wir haben leider nicht so viel geschafft, wie ich vielleicht ganz gerne gehabt hätte. Die sind auch irgendwie nicht so besonders dabei. Doch, im Normalbetrieb. Aber warum werdet ihr nicht größer? Euch geht's doch eigentlich soweit ganz gut, oder? Gesundheitsmäßig schaut es ein bisschen schlecht aus. Und hier kommt ja halt eine Klinik von mir. Brandgefahr. Schaut hier unten nach wie vor sehr schlecht aus. Wenn man einfach hier... was weiß ich... wenn wir eine Feuerwache hersetzen. Vielleicht hilft denen was. Genau. Kriminalität schaut hier auch nicht so rosig aus. Setzen wir den hier noch eine Kriminalitätsstation hin. Polizeistation natürlich. Genau. Und ansonsten dürfte das definitiv gewesen sein für heute. Unser Dreck geht auch langsam weg. Wassermäßig müssen wir dann eh bald schauen. Strom geht noch gut. Müll auch. Okay. Okay, okay, okay. Das ist eine super Autobahnauffahrt, würde ich sagen. Genau, also noch ist hier nicht viel los. Ist aber auch klar, weil wir eben hier noch nicht viele Leute haben. Und das ist auf jeden Fall hier ein schwieriges Gebiet, aber für den Erzabbau finde ich es relativ realistisch dann. Das heißt, es passt. Und ich schätze mal, mit dir fährt noch keiner mit. 0 von 30. 0 von 30. Genau. Aber letzten Endes alles soweit ganz okay. False. False. Ich hab keine Ahnung. Ach, weil ich hier ein Idiot eine Bushaltestelle hingemacht habe, oder wie? Haltestelle zum Verlegen ziehen. Daher. Beziehungsweise da ist auch bescheuert. Ich leg dich hierher zum Mülldeponie. Genau. Okay. Dann verabschiede ich mich jetzt wirklich. Euer Hoden ist für heute raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. In diesem Sinne, gebt mir Bescheid, was haltet ihr von der Idee hier oben? Von diesem Erzabbaugebiet. Ist jetzt schon ein bisschen sehr weit weg von dem Rest unserer Stadt. Aber einfach, wir müssen schauen, dass wir noch mehr Geld bekommen. Und es geht einfach am besten, indem wir unsere Rohstoffe alle selber produzieren. In diesem Sinne, worüber beschweren die sich alle eigentlich? Worüber beschwert ihr euch? Nicht genügend Kunden. Ja, kann ich aber jetzt nichts dafür, oder? Da kann ich doch nichts dafür. Oh, okay. Gut. In diesem Sinne, euer Hoden verabschiede sich. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.